Ich glaube, wir haben alles. Es wird Zeit, sich mit Edna zu unterhalten. Edna ansehen. Edna sieht irgendwie unglücklich aus. Edna als Thema. Warum habe ich Edna bloß in diese triste Erinnerung gebracht? Um Dinge herauszufinden. Hey, schau mal, Edna. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Später, Harvey. Lass uns Schädel nehmen und damit Fußball spielen. Erinnerst du dich an den Schädel? Später, Harvey. Lass uns Mathe lernen. Mathe ist ätzend. Lass uns abhauen. Später, Harvey. Lass uns Herr Hornbusch anzünden. Herr Hornbusch erinnert mich ein wenig an den Fisch, den Mathis dir zu Ostern geschenkt hat. Später, Harvey. Du hast ihn das Klo hinuntergespielt. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Edna, reiß dich zusammen. Alfred, Jodokus, Kack. Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Genau, Edna. Edna, lass uns über dich reden. Wie geht's dir, Edna? Später, Harvey. Ein Zettel. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Oh nein. Eisbude! Edna, Edna, Edna! Es hat eine neue Eisbude aufgemacht. Haben die etwa auch Pudding-Eis? So wie es aussieht, haben die da alles. Alles? Ich könnte sterben für ein Eis. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Oh. Edna Konrad, du störst schon wieder den Unterricht. Böse! Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank. Verstanden? Nein. Tut mir leid, Herr Hornbusch. Nicht die Harry Potter-Behandlung. Karussell. Edna, Edna, Edna! Sie haben ein Karussell! Ich liebe Karussells. Langsam wird dieser Unterricht zur Folter. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Gar ich nicht! Ich muss doch sehr bitten! Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna! Edna! Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank! Im Schrank! Tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Der hatte bestimmt Spaß beim Synchronisieren. Sonne! Sonne? Oder Riesenrad? Edna, Edna, Edna! Es gibt sogar ein Riesenrad! Nein, das kann unmöglich stimmen. Ich habe es gesehen. Das ist unfair. Unfair, unfair, unfair. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Gar nicht! Edna, das war's! Das Maß ist voll! Du kommst jetzt in den Schrank! In den Schrank! Beweg dich! Aber... Keine Widerrede! Oh nein. Edna. Hey. Edna, Edna, Edna. Es gibt sogar ein Riesenrad. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Uff. Da steckt ein Ja, das wissen wir. Ich würde brennen. Edna? Edna, Edna, Edna! Es gibt sogar ein Riesenrad! Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Edna, da ist ein Loch im Schrank. Kuckuck, Edna! Ich kann dich sehen! Ja. Brief. Kommst du an den Brief da dran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Dann lassen wir uns anzünden. Dann ist er hell genug zum Lesen.
Wie praktisch, dass... Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Na dann schieb ihn doch raus hier. Du könntest mit dem Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Dann? Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Das Herr ist logisch. Hornbusch! Gut, soweit. Alter, 15 Minuten immer schon wieder auf hier. Eine Notiz von Mattis, Ednas Vater. Haben wir die schon mit Edna benutzt? Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Im Namen deines Vaters? Du meinst... Im Namen des Vaters? Wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. Ja, Dokumentenfälschung ist doch... Back to the so future. Hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählte nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Und jetzt schätze ich, dass wir irgendwie... die Unterschrift von Dr. Marcel fälschen können. Da müssen wir aber wieder hoch, glaube ich. Da war doch das Diplom irgendwo an der Wand. Wenn es mich nicht irrt, wenn es mich nicht täuscht. Genau. Kannst du hier jetzt die Unterschrift fälschen? Sieh an, da ist Dr. Marcells Unterschrift auf dem Diplom. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Mit einem Stift! Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Do it! Etwas später. Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Fälscherin, Errungenschaft freigeschaltet. Ach, das könnt ihr gar nicht sehen, weil Steam Overlay, ja. Na gut. Und jetzt könnten wir an dieser komischen Gruppentherapie teilnehmen. Wenn ich die wieder finde. War es nicht. Da war das, da war das. Erst einmal runter.